Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal. Im Naturheilkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema intermittierendes Fasten sprechen. Zum einen, was bedeutet das überhaupt? Und zum anderen natürlich die Fragestellung, was bringt mir das? Also was bringt das meinem Körper? Das erste Mal bin ich auf das intermittierende Fasten, ich schätze mal vor 5 bis 10 Jahren, gestoßen auf einer Blogseite von einem Martin Berghahn, mehr oder weniger eine Berühmtheit in diesem Bereich. Seitdem habe ich immer wieder Studien gesehen, die dieses Thema aufgegriffen haben in verschiedenen Facetten. Intermittierendes Fasten bedeutet im Grunde, dass Sie Ihrem Körper entweder durchgängig eine gewisse Nahrungskarenzzeit eingestehen. Das ist das, was der Herr Berghahn propagiert hat. Das heißt also 16 Stunden bis 18 Stunden Pause zwischen der letzten und der Folgemahlzeit. Also beispielsweise, Sie essen nachmittags oder abends um 6 etwas. Dann 16 Stunden später wäre dann erst gegen Mittag wieder was essen. Wahrscheinlich kommt das vielen von Ihnen entgegen, da ich ganz viele eben kenne, die Morgenmuffel sind, die morgens gar keinen Appetit haben. Die trinken bestenfalls einen Kaffee. Aber hier auch schon wieder aufgepasst, wenn Sie einen Kaffee mit Milch trinken, ist das schon kein Fasten mehr. Wenn Sie also tatsächlich das so machen wollen, bietet es sich, wenn überhaupt, an, einen sogenannten ketogenen Kaffee sich zu erstellen. Da habe ich schon mal in einem Video was drüber erzählt. Ketogener Kaffee bedeutet im Grunde, dass Sie dazu Sahne dazugeben oder Butter oder oder Kokosfett oder sogenanntes MCT-Öl, Medium Chain Triglycerides, das sind kurzkettige Fettsäuren, die halt vom Gehirn auch gleich als Brennstoff verarbeitet werden können und nicht den Insulinspiegel verändern, was eigentlich Kern der ganzen Geschichte ist. Besser natürlich wäre es, auch den komplett sausen zu lassen. Die andere Variante, die in der Forschung meiner Ansicht nach eher das ist, was ein bisschen im Vordergrund steht, ist, dass man zum Beispiel am Wochenende oder generell 2 Tage in der Woche sagt, okay, an diesen beiden Tagen fahre ich meine Kalorienfuhr massiv runter. Das heißt also, wenn normal Ihr Kalorienverbrauch, sagen wir mal, um die 2000 Kalorien ist pro Tag, fahren Sie runter auf unter 500 Kalorien. Das ist mehr oder weniger, ist das ein bisschen Suppe trinken und schlürfen und das war's dann. Von wegen Ketogen etc. können Sie dann vergessen. Das hat man halt relativ ausführlich untersucht und man hat ganz viele interessante Effekte festgestellt. Also schon der Herr Berghahn damals, ohne dass diese Art von Verfahren festgestellt wurde, hat darüber viele Athleten gecoacht, die es wirklich teilweise geschafft haben, auf 5-6% Körperfett zu kommen. Davon können die meisten von uns träumen. Also wenn Sie mich hier angucken oder auch hier, da bin ich Meilen von entfernt, von diesen 5-6%. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob ich das wirklich möchte. So ein bisschen Reserve finde ich jetzt nicht falsch, aber schön wäre es tatsächlich, egal wie alt man ist, bei nicht so viel mehr als 10-15% zu liegen, also sogar noch unter den Empfehlungen, was sonst so ausgesprochen wird. Das hat er mit dieser Art von Ernährung, dem intermittierenden Fasten, bei seinen Athleten tatsächlich hinbekommen, indem sie es einfach noch damit kombiniert haben, dass sie quasi auf leeren Magen trainiert haben. Das zweite ist, man weiß, man senkt damit das Diabetesrisiko, beziehungsweise Diabetikern geht es in der Regel damit besser und sie brauchen weniger Insulin. Interessanterweise verbessert es die Energie, den Energiehaushalt im Körper. Das heißt also, wenn Sie unter Erschöpfung leiden, Antriebslosigkeit etc., kann Ihnen das auf lange Sicht tatsächlich richtig gut helfen, wieder in den Quark zu kommen und Energie zu gewinnen. Dann scheint es ganz vielen Menschen bei so etwas zu helfen, das Titel wird im Amerikanischen gerne als Brain Fog bezeichnen. Das ist so, wie der Name es eigentlich schon sagt, so ein Gehirnnebel. Das heißt, Sie haben eigentlich das Gefühl, irgendwo sind Sie da, aber irgendwie ist alles herum wie Sie, um Sie herum wie eine Art Schleier gelegt. Das kann ganz oft auch eine Folge von Schwermetallen sein. Das ist oft ein sehr typisches Symptom bei Schwermetallen, kann aber auch ganz andere Ursachen haben.
dann wirkt natürlich diese Art und Weise, generell Fasten allgemein, wirkt entgiftend. Heißt also, das, was der Körper unter dem Tag oder in den normalen Tagen sozusagen nicht hinbekommt, nicht rausschleusen kann an Reststoffen, an Abfallstoffen sozusagen, kann er dann tatsächlich an diesen Tagen, diesen sogenannten Entlastungstagen, dann rausbringen aus dem Körper. Es hat eine deutliche Anti-Aging-Wirkung, das Ganze. Das heißt also, wenn Sie ohne Cremes und Schmiererei etc. oder auch ohne Botox versuchen wollen, jünger auszusehen, dann ist das Mittel Ihrer Wahl tatsächlich neben anderen Dingen natürlich, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung, ausreichend Sport treiben und die Psyche nicht überbelasten und kein Rauchen. Naja, so ein paar Kleinigkeiten gibt es halt immer, die man noch bedenken sollte. Ist dieses hier tatsächlich das Mittel Ihrer Wahl, weil es sich auch für die meisten relativ leicht umsetzen lässt. Nicht ganz verwunderlich ist, dass die Gehirnfunktionen sich verbessern, dass diese Art und Weise der Ernährung und des Fastens auch noch dazu quasi das Gehirn schützt. Also es nennt sich dann neuroprotektiv, heißt das Gehirn, die Nerven schützend. Es hilft dabei, Leberstörungen, das, was häufig vorliegt bei uns, ist die sogenannte Fettleber, das ein Stück weit wieder umzukehren und dass die Leber sich wieder regenerieren kann. Dann interessant für Bodybuilder oder auch generell Menschen wie mich, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, es fördert das Wachstumshormon. Das heißt also, es wird wieder mehr Wachstumshormon gebildet. Zu viel ist auch nicht unbedingt förderlich. Also alles muss im Körper in Maßen sein. Aber je älter wir werden, desto weniger produzieren wir davon, wenn wir nicht deutlich was ändern. Also A, Ernährung anpassen, aber B, vor allen Dingen zum Beispiel Kraftsport treiben. Und hier diese Art der Ernährung, das intermittierende Fasten, eine weitere Variante dabei. Dann fördert es die Libido. Also auch all jene, die da vielleicht ein Thema mit haben, dass sie nicht so Antrieb haben zum Sex. Ich rede jetzt gar nicht mehr von, dass sie vielleicht ein Problem haben, als Mann einen hochzukriegen. Das ist ja eher das Thema, sondern eher Mann oder Frau haben einfach keinen Bock auf Sex. Also, man kann ja auch einen hübschen Film gucken und einmal im Jahr ist dann eben Weihnachten. Da kann das unter Umständen sehr hilfreich sein, wenn einer oder beide, je nachdem, wer da der Verursacher ist oder nicht Verursacher, aber wer da eher das Thema mit hat, wenn er sich mal mit dieser Ernährung auseinandersetzt. Ja, und ein kleiner Nebeneffekt dabei ist natürlich, wenn das für Sie relevant ist, man spart ein Stück weit Geld. Wenn Sie tatsächlich dabei Geld sparen sollten, weil Sie vorher sich einfach Unmengen reingepfiffen haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, dies gesparte Geld darin zu investieren, jetzt nur noch Bio zu kaufen. Ich weiß, über Bio gibt es Gerüchte und ich würde Bio auch zum Beispiel nicht automatisch im Supermarkt kaufen, außer ich habe gar keine andere Wahl. Aber das Besondere für mich an Bio ist nicht, dass alles, was ich an Bio kaufen kann, irgendwo, irgendwie, auch so viel perfekter ist, als das, was ich im konventionellen Supermarkt kaufen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mit Pestiziden überlastet ist, dass Fleisch, wenn Sie also tierische Nahrung zu sich nehmen oder Milch oder Butter, nicht überladen ist mit Antibiotika, mit Hormonen und so weiter und so fort, ist halt doch deutlich geringer. Es gibt zahlreiche Untersuchungen dazu, auch teilweise einfach nur Fallstudien oder Feldstudien an Familien, wo ihnen bezahlt wurde, zum Beispiel in Schweden, komplett von konventionell auf Bio zu wechseln, und die Forscher waren erstaunt, wie stark sich auch die Ausscheidungen verändert haben, im Sinne von wie viel weniger da an Giftstoffen, sei es Glyphosat, sei es Pestizide und so weiter und so fort, aus dem Körper rauskam nach schon einer kurzen Zeit der Umstellung. Und all diese Giftstoffe haben vielleicht nicht sofort eine Wirkung, aber es kann sein, dass es so Tröpfchen für Tröpfchen, Sie kennen die wahrscheinlich schon mal gehört, die chinesische Foltermethode, steht da Tropfen hüllt den Stein. Das heißt also, sie setzen jemanden unter einen tropfenden was auch immer und irgendwann zerbricht daran, weil immer wieder so alle paar Sekunden Tropfen auf den Kopf oder auf irgendeine Stelle macht uns Menschen kirre. Dasselbe gilt aber auch mit den ganzen Giftstoffen, was das mit unserem Körper anstellt. Und immer mehr häufen sich eben Hinweise darauf, dass bestimmte Giftstoffe zum Beispiel bestimmte Krebsarten fördern zumindest. Es ist nie eine Garantie dabei. Es kann ja auch sein, dass Sie, bevor sich das bei Ihnen ausbricht,
vom Auto überfahren werden oder was auch immer, oder einen Herzinfarkt kriegen oder was ganz anderes passiert. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass Sie lange leben möchten und lange gesund vor allen Dingen leben möchten und nicht einer von den tausend, abertausend armen Menschen sein wollen, die irgendwann im Pflegeheim enden müssen, liegt es an Ihnen, jetzt schon vorzubauen, egal wie alt Sie sind. Je jünger Sie anfangen, desto besser ist es natürlich. Ja, das nochmal ein kurzes Plädoyer zum Thema gesunde Ernährung, Gesundheitsvorsorge. Also intermittierendes Fasten ist eine tolle Möglichkeit, hier dem Körper was Gutes zu tun, ohne dass es so viel Aufwand bedeutet. Wenn Sie das jetzt auch noch kombinieren mit anderen Aspekten wie eben Ernährung, Sport und so weiter, maximieren Sie natürlich den Effekt. Ja, das war es zum Thema intermittierendes Fasten. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Ich hoffe, das eine oder andere konnten Sie mitnehmen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Sie das mal ausprobieren und dann auch gerne mal im Kommentar einen kurzen Bericht darüber schreiben, wie es Ihnen damit ging, was Sie erlebt haben, wie schwer oder wie leicht Ihnen das Ganze fiel, was Sie an Veränderungen vielleicht auch erlebt haben, wenn Sie mögen. Sie können mir das auch gerne persönlich schreiben über meine Homepage unter www.kallmeier-naturheilpraxis.de, also so geschrieben wie hier. Oder ja, soziale Medien würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, aufgrund Datenschutz etc., dann lieber wirklich per E-Mail oder eben über einen Kommentar unterhalb des Videos. Es sei noch darauf hingewiesen, wenn Sie auf Show More klicken, geht das Feld auf und Sie sehen dort eine Zusammenfassung dessen, was ich Ihnen hier jetzt erzählt habe, in Stichworten, falls Sie da nochmal nachgucken möchten. Ja, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.